Jetzt bin ich überall positiv, außer eben Stimulantien. Das heißt, wir müssen hier was Neues bauen, die Stimulantien. Kann ich die schon bauen? Von den Wissenschaftlern aus? Ja, kann ich. Dazu müsste ich eine Korallenfarm bauen. Eine Korallenfarm ist sicher so ein Platz draußen. Ja. Kostet 6000. Und aus den Korallen, Tiefseekorallen, um Stimulantien zu produzieren, die ihre Angestellten benötigen. Kann ich Stimulantien erzeugen? Machen wir das noch? Das machen wir noch, oder? Ich brauche immer so Metallschaum und sowas, aber Metallschaum habe ich mehr als genug. Und Superlegierungen produziere ich auch. Die werde ich wahrscheinlich dann später brauchen. Liefert Energie durch den Verbrauch von Methan-AS, um Fabriken zu betreiben. Ein Gaskraftwerk. Okay, aber ein Physikinstitut. Boah, ist das teuer. Okay, ich will noch diese Korallenfarm bauen. Das habe ich gleich zusammen. Ja. Gut. So, jetzt produzieren wir Korallen, Tiefseekorallen. Und die werden wir jetzt... Wie schauen die aus eigentlich? Wir schauen uns das mal auch an. Was haben die hier? Aha. Zu Korallen, die drehen sich auf so einer Anlage und dann werden die hier geerntet und dann wandert das wieder runter. Ins Meer. Okay. Tu das. Gut. Und dann haben wir hier Pharmalabor. Auch das erzeugt Energie, das finden wir sehr gut. Und so klein Energie. Also so ein kleiner Bereich noch dazu. Da könnten wir den umsiedeln und dann das hier bauen. Das kostet 7.500. Was machen wir noch? Es werden jetzt etwas längere Videos. Tut mir echt leid, aber es muss so sein. Bei dem Spiel ist das so. Es geht nicht anders. Wir werden jetzt hier das Ding hier umsiedeln. Oder sollen wir außen dazu bauen, damit ich mehr Platz habe für neue Leute? Ja, ich baue außen dazu. Ich kann immer noch vergrößern, wenn es ist. Wo könnten wir noch was bauen? Kannst du nach rechts fahren, oder? Meine Maus saust drüber auf den anderen Monitor. Hab ich auch witzig gemacht. Und da? Da ist gut, dann haben wir den Platz mal für genau eins. Ja, dann kann ich das Ding drehen. Okay, ja, das passt. Ich glaube, da bauen wir es dazu. Sehr gut. So, und jetzt sollte ich hier im Biotechniklabor minus 11. Nicht ihr Ernst, oder? Muss ich jetzt die Energieproduktion umstellen? Also ich habe keine Korallen. Stimmt mit dem nicht. Produziert 100%. Dann schauen wir mal. Echt jetzt? Und? Witzig, das sind echt minus 11. Und jetzt? Minus 10. Echtes. Oh, hallo. Boah, die brauchen viel. Das Ding muss ich riesig bauen hier. Das Pharmalabor muss riesig sein. Und ich brauche bald hier mehr LKWs. Könnte aber auch ein Lager dazu bauen. Kostet noch 7.500. Gott, ist das riesig zum Bauen. Okay. Naja, wir haben gesehen, dass wir jetzt echt viel von diesem Pharmalabor bauen müssen. Von den Pharmalaboren bauen müssen. Ich kann jetzt hier noch ein paar dran bauen, aber. Aha, ich kann das Labor ans Labor bauen und so weiter und so weiter. Ach, das ist praktisch. Und das Ding erzeugt auch Wärme. Noch praktischer.
Haben wir noch eins dran? Das ist, plötzlich steigen meine Einnahmen erheblich, weil diese Leute viel mehr zahlen. Jetzt. Dafür, dass ich jetzt eben ihnen diese Dinge hier produziere. Dann haben wir noch minus 8 und jedes einzelne Element, Modul, das ich hier dazu baue, ich baue jetzt mal zwei Dreieck, erhöht meine Einnahmen extrem. Schaut mal, 3.500 produziere ich jetzt schon. Obwohl das jetzt zu viel gekostet hat. Und je mehr ich mache, wir bauen noch einen Menschen, um zu sehen, da geht sich nicht aus. Toll. Es ist so still hier. Mensch. Und da kann ich immer noch die Module hier dran bauen, ja. So. Warum sagen die das hier? Warum sinkt meine Einnahme wieder? Achso, ich brauche mehr Korallen, das kann ich gar nicht produzieren. Vielleicht hast du den Korallen gehangen. Okay, wir machen hier eine neue Korallenanlage. 4000, 4500, 4700, 6000 brauche ich. Immer noch minus 2. Achso, warum produziert die nur 199%? Aha, sie kann noch viel mehr produzieren, wenn ich jetzt hier noch eine weitere Korallenanlage baue. Das werden wir jetzt tun. Ein weiteres Modul dazu bauen, dann habe ich die höchste Stufe schon gemacht. 6000. Aber plus 3000 ist schon mal ziemlich gut hier. Das bringt mir relativ schnell viel Geld. Dann können wir mal eine Nebenmission machen, während das dann unser Geld ein bisschen ansteigt. Unsere Credits heißt das eigentlich in dem Spiel. Und ja. Okay, jetzt bin ich quasi auf 0. Und wie schauen wir jetzt aus? Minus 7 immer noch. Wow, ich muss noch eine weitere Korallenfabrik bauen. Habe ich gar nicht so viel Platz erst für das alles. Weil ich auch noch Fischereien habe. Ja, ich müsste eine Fischerei fast abreißen hier. Was ist das denn? Ein Handelsschiff, okay. Boah. Die Forschungen laufen gut, aber ich liebe nicht. Stimulantien sind sehr, sehr teuer. Eine sehr teure Geschichte. Ich meine, sie bringen viel ein. Ich habe jetzt 3700 bei den Stimulantien. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal eines zubaue, muss ich das komplett zubauen. Mit Stimulantien und müsste dann aber nochmal eine weitere Fabrik bauen. Ich könnte, glaube ich, eine von diesen Fischereien hier einstanzen. Und dafür hier eine weitere dazu bauen. Ich werde jetzt hier eine Fischerei bauen, diese Fischerei, diese Landwirtschaft abreißen. Sollte, glaube ich, immer noch genug Fische haben. Ja. Und kann jetzt hier eine weitere Korallenfarm bauen. Um 6000, weil ich sonst zu wenig Korallen habe. Ja, aber es läuft ganz gut hier. Ich glaube, ich bekomme aber ein Platzproblem, wenn ich das jetzt richtig einschätze, diese Geschichte hier. So. Jetzt haben wir hier plus 2 Korallen. Wie schaut die Produktion aus? Und 300%. Wegen den Laboren. Und optimale Eingabe ist 6. Tiefseekorallen sind 2. Jetzt brauchen wir hier nochmal mehr Tiefseekorallen dazu. Wieder 6000. Und ich stehe immer noch bei minus 7. Ist ja verblüffend. Okay, nein, ich kann jetzt einfach noch mehr von diesen Modulen bauen. Jetzt habe ich minus 6, minus 5, minus 4, minus 3. Boah, das ist teuer. Ich kann fast jede Minute eine bauen. Aber irgendwann habe ich, glaube ich, sogar ein Energieproblem. Aha, es hat eine Maximalgröße. Und dann werden wir das hier bewegen.
Größer als das geht nicht. Okay. Mehr Module geht nicht. Das heißt, ich brauche noch eine größere Geschichte, die so groß ist wie das hier. Kann ich hier noch mehr Menschen bauen? Menschen? Nein. Werde ich das hier verschieben? Nein, werde ich auch nicht. Es ist einfach zu wenig Platz. Ich habe seltsam gebaut. Ich habe mich gut gebaut. Aber was soll ich machen? Was Sie aus diesem Ort gemacht haben. Wow, ich bin so gut. Ja, okay. Wir bauen noch eine zweite Fabrik auf. Ein zweites Pharmalabor. Das muss sein. Wohin aber? Irgendwo, wo ich Energie brauche. Also, wo ich Wärme brauche. Wir bauen das einfach hier dran. So. Wir produzieren plus 4000. Und das zweite Labor hier sollte uns eigentlich... Wir schauen, wo ist die Straße? Die Straße wird hier... Also, dass immer dieses Tooltip kommt, das stört mich ja beim Bauen. Wir bauen das hier dran. Oh, so. Okay, so und hier draußen bauen wir noch ein paar Module dazu. Wie schauen wir aus, energiebilanzmäßig? Korallen, jetzt brauchen wir wieder Korallen. Aber wie ihr seht, unsere Einnahmen steigen beträchtlich, nachdem wir diese ganzen Geschichten hier gebaut haben. Und die Module waren definitiv die Lösung hier für alles. Sonst hätte ich hier total unwirtschaftlich Netzwerk überlastet. Okay. Jetzt habe ich ein Logistikproblem. Weil zu viele Fabriken und so weiter und so weiter. Wie kann ich die Logistik entlasten? Mit 7500 Credits. Ah, das ist fast besser. Ich glaube, ich baue noch eine weitere Logistikgeschichte hier auf. Die produziert mir 25. Ja. Die werde ich jetzt hier dran bauen. So. Jetzt passt plötzlich meine Logistik, aber meine Energiebilanz nicht. So muss ich hier wieder ein Modul bauen für mehr Energie. Ein Wärmetauscher. Und alles ist wieder im Lot. Und ich kann hier wieder weiterbauen. Ich brauche jetzt nur noch ein paar tausend Credits. Warum ich jetzt 1000 Credits weniger produziere, weiß ich nicht. Aber vermutlich sollte ich, anstatt Logistikzentren zu bauen, Module bauen. Weil das billiger ist. Okay. Wie schauen wir jetzt aus? Minus 3. Ich muss nur noch 3 Module dazu bauen. 3600 haben wir jetzt. Im Plus. Wir machen noch die zweite Korallenfarm und dann noch die zwei weiteren. Module dazu, dann sollten wir schon fast auf Plus, auf gleich sein. Ich werde jetzt 3 Videos einfach machen, weil ich gerade so in Fahrt bin. 6000. Okay. Plus 2 hier. Läuft. Und jetzt kann ich hier noch etwas mehr Behälter bauen. Anreicherungsbehälter heißen die. Für 3700, das heißt, jede Minute kann ich eine produzieren hier, wobei ich jetzt die Plus-Taste immer gedrückt halte. Das heißt, die Zeit geht schneller, deswegen fahren die Fahrzeuge alle so schnell hier jetzt. So, noch einen. Minus 2. Noch einen und noch einen, dann habe ich es eigentlich erreicht hier. Dann sollten die eigentlich alle zufrieden sein. Ja, naja, es geht sich nicht ganz aus. Jetzt stehe ich bei minus 1 an. Ich meine, ich werde jetzt noch ein Modul bauen, aber ich glaube, dann reicht die Korallenproduktion genau um 1, nicht? Für diese Größe. Auf dem Weltmarkt gibt es viele Gelegenheiten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollen. Ja, ja, das habe ich schon mal gehört. So, eine noch und dann glaube ich, bin ich aber bei 0. Habe aber ein Korallenproblem. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich habe nämlich die Korallenstufen komplett ausgebaut jeweils.
So. Jetzt müsste ich theoretisch. Habe ich überhaupt noch Fischplätze? Metallschrauben. Ja, ich habe hier noch Plätze. Also. Ist halt nur sehr weit weg, aber ich habe noch die Möglichkeit, hier noch mehr Sachen aus dem Meer zu ziehen. Mehr Nutzen daraus zu ziehen. Weil ich brauche jetzt eine weitere Korallenfarm. Die Fischfabrik brauche ich aber auch noch hier, die Fischerei. Mehr als nur knapp. Okay, was sagt das Ding hier? Bauen Sie ein Ausbildungszentrum in einer beliebigen Region. Wir gehen jetzt mal kurz raus hier und schauen uns das da mal hier an. Hallo. Die Orbitalstation. Ich habe die Orbitalstation für Ihre Ankunft vorbereitet. Die Expansion kann beginnen, sobald Sie bereit sind. Bitte okay. Bereiten Sie sich vor, an Bord zu gehen. Wingman United, das ist mein Helferlein. Orbit ist okay, Freischaltbedingung, ich brauche einen Astronauten. Okay, ich brauche einen Astronauten, um in den Weltraum zu gehen. Finden wir doch gut. Wie schauen wir jetzt aus? Wir sind jetzt ein Unternehmen in der Stufe 6. Haben wir schon erreicht. Wir sind jetzt ein kleines Unternehmen erst. Aber hey, es läuft. Firmenranking, was haben wir hier? Lei Sheng war einer der führenden Akteure in der Wirtschaft, ist aber schon einige Zeit auf dem absteigenden Ast. So hat der Fall von Global Trust vor 50 Jahren zu einem Vakuum bei der Energieversorgung geführt, das Lei Sheng und so weiter und so weiter. Wingman United ist hier. 6, 7, 14, 18, 13. Ich glaube, ich muss. Pläne, was haben wir hier? Gemäßigte Zone 21, aha, Arktis 19 und Mond 0. Ja, wir kommen auf den Mond, wusste ich doch. Erfolge. Gut, gut. Die sind uns jetzt nicht so wichtig, die Erfolge. Okay, was sollen wir jetzt machen hier? Bauen Sie eine Sicherheitsabteilung in der gemäßigten Zone. Wir fahren jetzt mal hin. Wie ihr seht, es gibt keinen Bedarf nirgends. Ich habe jeden Bedarf gedeckt jetzt. Das ist schon mal sehr gut. Wir schauen jetzt mal, ob ich jetzt hier noch etwas tun kann. Um einen Sicherheitsbereich zu bauen. Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Wunderbar. Es freut mich, dass du es so siehst. Börsenpersonal, Biologieinstitut. Bilden Sie Astronauten aus. Kostet 25.000. Langsam komme ich dabei hin. So, Gezeitenkraftwerk brauchen wir nicht. So, wie schaut unsere Bilanz aus? Wir produzieren von allem sehr viel. Außer von Synthzellen. Wo werden die hergestellt? Hier. Machen wir mal ein Modul dran. Und ein zweites Modul. Machen wir so dran. So, jetzt habe ich wieder ein Plus. Brauche aber mehr Algen. Das werden wir jetzt auch noch erzeugen hier. Wir wollen schauen, dass diese Bilanzen immer positiv sind. Und offensichtlich ist es sehr wichtig für die Einnahmen, die ich generiere. Weil ich hatte jetzt zu wenig Verjüngungskuren und das finden die Leute gar nicht cool hier. Keine Verjüngungskuren, um Gottes Willen. Okay, deswegen sind wir hier jetzt wieder im positiven Bereich, was Produktionen anbelangt. Gut, wie erreichen wir jetzt das nächste hier? Wir brauchen mehr Administratoren. Wir brauchen aber auch mehr Leute. Jetzt werden wir ein paar mehr Leute bauen hier. Hier im Norden ist noch Platz. Und da hier Platz ist, werden wir noch weiter bauen. Und graden die Leute ab natürlich. Die Administratoren entstehen hier. Wie viele Administratoren brauche ich? 2500, okay. Wir bauen weiter noch ein paar Leute auf. Jetzt bin ich Stufe 7. Neue Erfolgsebene erreicht. Hab 38.000 Credits bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Warum? Wann erreicht denn die nächste Stufe? Achso. Bei 5.000 erreiche ich die nächste und so weiter. Und bekomme jedes Mal einen Erfolgsbonus hier. Okay, das ist sehr gut. Und wie ihr seht, das steigt relativ schnell an. Ich muss in der gemäßigten Zone mehr von diesen großen Gebäuden hier, Wohnkomplexe bauen. Das ist hier eine seltsame Bauweise, aber es ist halt die maximale Ausnutzung. Weil eben das Ding hier so ist, wie es ist. Wir werden die Firma sein.
werden wir jetzt umleiten. Ja, bei Schein. So, weil jetzt kann ich hier Module bauen. Fast. Aber ich kann die Straße wegmachen, dann kann ich dort Module bauen. Und wir graden jetzt hier die großen Bereiche ab. Wir messen gleich mal hier an der Küste alle. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Okay, Vitamine sind jetzt wieder zu wenig, weil die halt so viele Vitamine verbrauchen. Wie schauen wir aus? Etwas mehr Vitamindrinks werden benötigt. Die produzieren 150%, könnten natürlich mehr und die sollten das jetzt auch tun. Jetzt bin ich wieder auf plus 5, aber natürlich in der Obstplantagenproduktion einen Mangel. Das ist ja Mangel behoben. Schaut ganz nett aus so, und da könnten wir hier noch ein paar andere Vitamingetränke noch dazu bauen hier. Module für die Vitamingetränke. In die Richtung und in die Richtung bauen. Ich glaube, das geht und dann bin ich hier wieder im Plus. Gut. Wie schauen wir jetzt aus? Gute Versorgung von allem. Und ich kann weiter ausbauen. Firmenquote nicht erfüllt, aber wir bauen hier noch mehr Arbeiter auf. Und jetzt habe ich die. Neue Baupläne verfügbar. Nein, noch nicht ganz. Was habe ich für neue Baupläne? Ich kann das Biologieinstitut bauen für Biopolymere. Ich will aber das da machen. Das heißt, ich brauche noch 500 Administratoren. Solange es nur das ist. So, und hier bauen wir noch mehr. Ist das klug so zu bauen? Wir schauen mal, was sich ausgeht. Brauchen wir wieder eine Straße hier. Ja. Gut. Ja, da lassen wir es einfach. Wenn es nicht passt, werden wir abreißen und verschieben, weil das kostet nichts. Und dann ist das Ganze in Ordnung. Was meint er? Ja, aber scheint mir bis nach Hause zu folgen. Information zu wenig. Versorgung unzureichend. Ich brauche jetzt ein neues Infocenter. Das ist kein Problem. Wir bauen einfach eines. Da hinten bauen wir eins. Gut, alle sind zufrieden. Es gibt auch wesentlich mehr Geld. Und wir graden weiter noch ein paar Gebäude ab. Wie viele Administratoren habe ich jetzt? 1800. Brauche für die nächste Stufe wie viele? 2500. Ich habe 2270. Steigend. Tendenz steigend. So, und dahin machen wir noch einen. Sehr gut. Nein, das war falsch. Nee. Und wir bauen wieder ein paar Häuser. Kleine Häuser. Okay. So, und wir leveln die alle auf. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Wieder Vitaminprobleme. Und das nächste Modul. Problem behoben. Wunderbar. Nein, noch immer nicht. Wir brauchen noch mehr. Den da. Und die freuen sich alle recht. 250% Vitaminproduktion. Wasser brauchen wir etwas mehr. Entsalzungsanlagen. Neue Baupläne verfügbar. Und ich glaube, wir haben es jetzt erreicht. Ja. Die Sicherheitsabteilung. Großes Gebäude. Kommt jetzt hier hin, wo eben Platz ist.
Sicherheitskontrollen sind in ihrem Raumhafen äußerst wichtig. Erst recht, wenn man es mit Terroristen wie der Orbital Watch zu tun hat. Ich sehe schon, dass ich hier ein Platzproblem bekomme. Aber es gibt noch viele Inseln. Ich habe nur diese kleine Mini-Insel. Es gibt so viele. Und wir produzieren jetzt sehr gut Geld hier. Es läuft. Versorgung mit Sicherheit ist eigentlich unzureichend. Ich muss noch eine bauen. Es ist eigentlich wurscht, wo ich sie hinbaue offensichtlich. Aber ich will sie irgendwo hinbauen, wo es auch nützlich ist, wo es einen Sinn hat. Wir bauen die in der Nähe meiner Leute auf. Ich glaube, das ist besser. Wenn Security, dann richtig. Okay. Leute, das läuft gerade hier. Ich erreiche jetzt auch das, dieses Energiegeschichte hier. Warte mal, mal sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Doch, es vergeht viel schneller die Zeit. Also ich beschleunige das mal hier, dann habe ich hier Schritt 5 erreicht. Weil ich 708 von 500 Energie hier produziere. Das machen wir noch. Dann bin ich nämlich wirklich über die... Ich habe wirklich gesagt, das ist für das Spiel so. Wenn man das Spiel spielt, dann tendiert man dazu, nicht aufzuhören. Toll, da kommt eine Wolke gerade drüber. Ich bin echt weit jetzt. Echt zufrieden. Und es läuft ganz gut. Also mit den Modulen, hätte ich das mit den Modulen vorher ein bisschen überrissen, dann hätte ich jetzt vielleicht etwas anderes gebaut hier. Diese Straße hier stört mich eigentlich auch ungemein, weil ich jetzt hier gar nichts habe. Vermutlich werde ich das alles ein bisschen so nach rechts schieben müssen. Dann reiße ich das ab und baue das neu. Kann ich hier mit den Häusern weiterbauen. Da ist aber sowieso niemanden wirklich besonders stört hier. Jetzt machen wir noch hier den Stromzähler. Und dann habe ich echt viel Energie in diesem Sektor. Ich weiß nicht, ob dann der Staudamm fertig ist. Sollen wir gleich sehen. Sie verschwenden keine Zeit. Das mag ich. Sehr gut. Ja, hier. Hat's wieder geklickt. Wir können offiziell mit dem Bau des Dumps beginnen. Können Sie sich um die Lieferung des benötigten Materials? Beladen Sie Fahrzeuggut 50 Biopolymere aus Ihrem Raumhafen. Liefern Sie die Fracht zum Aidais Flugzeug. Cool, wir können jetzt den Staudamm beginnen zu bauen. Das werden wir aber im nächsten Video machen. So Leute, was haben wir getan jetzt hier? Drei Videos habe ich jetzt gemacht. Also dreimal halbe Stunde habe ich gespielt. Wir haben jetzt hier, was das hier anbelangt, nichts Neues gemacht. Wir können das Biologieinstitut bauen hier in der Arbeiterbereich. Im neutralen Bereich haben wir jetzt hier eine super Produktion von Vitamindrinks. Ich baue hier noch einmal die Biokost hier noch auf. Ein Modul dazu. So, wir haben ja eine gute Produktion von allen Dingen, die sie brauchen. Wir stellen jetzt auch Synthzellen her und Verjüngungskuren aus Algen. In der Arktis haben wir jetzt eine Produktion von Tiefseekorallen und von Stimulanzien. Die funktionieren jetzt eigentlich auch gut. Und wir stellen super Legierungen her. Die werden jetzt hierher verfrachtet, um eben neue Gebäude bauen zu können. Das ist eben ein besseres Baumaterial. Die Baumaterialien sehen wir hier oben. Biopolymere, Baubots und Superlegierungen, ebenso wie Graphen und Iridium, die kann man jetzt hier finden und anbauen. Das tun wir. Wir haben relativ große Anlagen hier, die uns das jetzt hier alles ermöglichen. Ich habe jetzt die Module endlich entdeckt, konnte dadurch jetzt hier meine Produktionen überall steigern. Die Leute sind jetzt viel mehr geworden. Ich besitze jetzt 4.800 Arbeiter und bin jetzt ein Unternehmen der Stufe 7. Erreiche bald eigentlich Stufe 8. So weit, so gut. Wir haben zwei Gebiete besiedelt. Wir können bald in den Orbit, in dem ich jetzt hier danach meine ersten Astronauten ausbilden werde. Was auch immer das bedeuten mag, das weiß ich noch nicht. Der Staudamm ist quasi schon auf dem Weg zum Finish werden und ich komme hier relativ gut vorbei. Voran. Auch im Kinget-Protektorat produziere ich jetzt eigentlich ganz gut. Wenn ich mir das anschaue, hier habe ich plus 2000 Credits und hier plus 4000 Credits. Hier 1600 Angestellte und hier 3200. Wir produzieren überall genug Energie. Überall sind wir erst Stufe 2. Und die Sektoreneinheiten sehen wir. Was ist das für ein Sektoren? Feldspat und so weiter. Und hier haben wir Stratosphärenerwärmung und können eben diese ganzen Dinge hier bauen. Wir haben noch viele Gebiete vor uns und es freut mich echt.
ja, so weit, so gut hier. Eine Stunde 35 habe ich jetzt gespielt. Weit sind wir gekommen. Ihr habt das jetzt gerade gesehen. Man kann relativ schnell bauen. Wenn ich jetzt etwas schneller baue, könnte ich viel mehr voranbringen. Das werde ich jetzt auch tun in den nächsten Videos. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich jetzt mehr Einnahmen habe. Jetzt habe ich genug Einnahmen und ich bekomme durch das Erfüllen der Quests immer auch noch mehr Geld, schneller mehr Geld durch das Erreichen diverser Firmenstufen. Und meine Firma ist ziemlich groß geworden. Das gefällt mir. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich hier wieder weiterspiele an Anno 2205. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Dann werden wir auch diese Orbitalstation bauen im nächsten Video und schauen, was dann passiert, wenn wir dort im Weltraum auch was tun, was auch immer das sein mag und wohin uns das führt. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal, euer Wingman.